Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie immer freut es mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, wir haben in der Vergangenheit oftmals gehört, dass Krypto lebensverändert sein kann. Wir brauchen nur dieses eine Projekt und all das wird lebensverändernde Umstände mit sich bringen. Und wir müssen dann in den nächsten Wochen, Monaten halten und am höchsten Peak verkaufen. Und zack. Ein halber Krypto-Millionär wurde geboren mit relativ wenig Kapital. Aber ich glaube, so die große Kunst ist ja zu prüfen und zu identifizieren, welche nun die besten Projekte sind. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon oft gesehen, dass viele Projekte einfach ins Nirvana gegangen sind. Und ja, wir haben alle sehr, sehr viel Geld verloren. Und mittlerweile gibt es 21.145 Projekte, die einfach so herumdümpeln, und davon sind gerade mal 5% die Projekte, die wirklich viel, viel Potenzial in sich haben, und der Rest ist einfach nur Müll. Und in dem Punkt gilt es jetzt zu identifizieren, wo die Projekte die besten Potenziale mit aufweisen und die womöglich lebensverändert sein können. Und dazu müssen wir natürlich auch diesen Vorsprung gegenüber allen anderen Investoren haben, und zwar ist das dieser Vorsprung des Wissens. Wissen aneignen, zu gucken, was sind die Trends, die nächsten Trends, und in dem Punkt dann auch seine oder ihre Wetten auch zu platzieren. Und im Nachfolgenden möchte ich dir nämlich 4 Projekte vorstellen, wo ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass genau diese Projekte auch in die Top 100, wenn sogar Top 50 der Kryptocharts auch mit aufgelistet werden könnten, weil einfach in diesen 4 Projekten wahnsinnig viel Potenzial drin steckt, weil man einfach auch vorweg sagen kann, dass genau diese Use Cases, die diese Projekte bedienen, auch in naher Zukunft für überaus hohe Nachfrage sorgen wird. Und ich würde mal sagen, wir starten mit diesem Video, und für diejenigen, die noch nicht abonniert sind, penetriert gerne den Algo-Button, freut mich, kommentiert, liked, und wenn du noch nicht abonniert bist, tu es gerne, supportet mich und auch meinen Kanal an dieser Stelle. Wir fangen mit dem ersten Projekt an namens Aztec. Aztec, nenn es wie du willst. Vorweg muss man sagen, in dieses Projekt haben sehr, sehr hochkarätige Venture-Kapitalgeber investiert. Also akkreditierte Investoren, die mindestens mehr als 1 Million US-Dollar aufweisen und somit, bevor dieser Coin gehandelt wird, sich schon jetzt einkaufen können. Aber ich weiß auch zeitgleich, das ist nämlich der Deal, wir haben dann mit diesen Projekten ein überaus schlechtes Tokenomics, weil einfach die Tokenverteilung auf viele Investoren übergeht. Ich weiß aber auch zeitgleich, dass genau diese Projekte Venture-Kapitalgeber wie Coinbase, wie Consensus oder auch Andreessen Horowitz eigene Abteilungen mit mehr als 100 Leuten haben, die einfach nur dafür zuständig sind, die Use Cases der Projekte zu prüfen und die Attraktivität dieser Projekte so zu identifizieren, dass sie mit aufgenommen werden, um überhaupt, ich sage mal, eine Finanzierungsrunde zu überstehen. Wir müssen dazu sagen, Aztec ist tatsächlich ein Projekt, was überaus interessant ist. Und zwar ist es ein Netzwerk, das auf Private CK Rollups zuständig ist, also Zero Knowledge Proofment of Ethereum. Und wir wissen ja auch, Ethereum skaliert nicht. Ethereum hat in Peak-Zeiten Transaktionsgebühren von 100, 150 Dollar, und genau diese Anwendung soll die Skalierung beheben bzw. auch den Datenschutz gewährleisten. Das Rollup von Aztec wird durch seinen branchenüblichen Plonk-Prüfungsmechanismus, das ist nämlich die Sicherheit, der von führenden Zero-Knowledge-Skalierungsprojekten verwendet wird. Und auch Ethereum wird damit als Blockchain verschlüsselt. Wir haben ein überaus hohes Maß an Privacy, an Datenschutz. Ja, viele sagen ja, oh, Datenschutz, das möchte ich gar nicht. Und wir müssen aber tatsächlich das Kind beim Namen nennen. Datenschutz wird in Zukunft eine sehr, sehr hohe Rolle spielen. Genau wie Projekte wie Monero, CK Cash, wie auch immer. Das sind Projekte, die dann auch in naher Zukunft dann auch steigen werden. Und Aztec hat sich genau darauf spezialisiert. Und meiner Meinung nach wird Aztec auch den Datenschutz auf ein nächstes Level bringen, zusätzlich mit der Skalierbarkeit und generell mit der Layer-2-Technologie auch die Transaktionsgebühren zu senken. Ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Projekte dann auf Aztec mit aufbauen werden, weil einfach ja CK, also Zero Knowledge Money, auch sehr, sehr wichtig sein wird, und das wird auch vielversprechend sein, sobald dieses Projekt im Handel ist und sobald dieses Projekt gehandelt werden kann, durchaus mindestens in die Top 100 der Krypto-Charts auch kommen, sobald dieses Projekt gehandelt wird. Das nächste Projekt ist Fuel Labs. Ja, Fuel Labs ist eine modulare Ausführungslayer. Okay, das Wort modular wird nämlich in den nächsten Monaten
wenn sogar in den nächsten Jahren, eine sehr, sehr hohe Rolle spielen. Denn so wie Ethereum aufgebaut ist, so wie andere Layer 1 Blockchains aufgebaut sind, sie sind nicht modular. Sie sind wie ein einkerniger Prozessor, der nur eine Transaktion nacheinander validieren kann und auch ausführen kann. Modulare Blockchains sind quasi ein 16-kerniger Prozessor, die mehrere Validierungen parallel zueinander auch durcharbeiten kann. Und genau das ist es nämlich auch, was Fuel Labs uns auch bietet. Begann als Layer 2 Projekt. Es war der erste Optimistic Rollout auf dem Mainnet Ethereum, das Ende 2020 bereitgestellt wurde. Das Projekt ist seit seiner bescheidenen Gründung erheblich gewachsen, bla bla bla, verfügt über, ja, Fuel ist jetzt die weltweit schnellste modulare Ausführungslayer und bietet maximale Sicherheit und den höchsten flexiblen Durchsatz. Auch in dieses Projekt haben sehr, sehr, okay, wenige Venture-Kapitalgeber investiert, dennoch sind es hier gerade mal 80 Millionen, was nicht wenig ist. Das müssen wir auch vorweg so anerkennen. Und wenn ein Projekt sagt, sie sind die schnellste modulare Ausführungslayer der Welt, dann müssen wir natürlich auch genau gucken, worin sie auch die schnellsten Ausführungslayer sind und was genau jetzt der ausschlaggebende Grund für diese Behauptung ist. Denn irgendwo sind ja alle Krypto-Projekte die schnellsten, die weltweit innovativsten. Und genau da müssen wir natürlich genau das White Paper studieren und schauen, warum sind eigentlich sie die schnellsten. Und in dem Punkt ist es nämlich auch die modulare Sichtweise, die dieses Projekt auch bietet. Ich habe mir das White Paper hier durchgelesen, finde es überaus spannend. Hier hatten sie auch irgendwo ein Beispiel gemacht, wie das Ganze aufgebaut ist, genau hier. Und EVM, also Ethereum Virtual Machine, kann eine Transaktion bearbeiten, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Und dieses Projekt kann einfach Multicore arbeiten, indem sie auch mehrere Transaktionen gleichzeitig auf modularer Ebene auch bearbeiten können, was ich persönlich eine überaus starke Sache finde und meiner Meinung nach auch die Rechtfertigung, dass auch dieses Projekt durchaus, sobald der Handel beginnt, dass auch dieses Projekt relativ schnell auch Gains erzielen wird. Das nächste Projekt ist tatsächlich auch ein Projekt, worauf ich sehr, sehr händeringend warte, und zwar ist es Celestia. Celestia ist nämlich auf dem Cosmos Hub aufgebaut, auch Binance Labs steckt mit dabei, hat seine Finger in dieses Projekt und wir können definitiv sagen, ja, auch ein Binance wird dieses Projekt listen. By the way, auch ein Fuel Labs wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auch der Fuel Labs listen und auch Aztec wird genau auch dieses Projekt zu 99%iger Wahrscheinlichkeit mitlisten. Aber bei Celestia ist es nämlich auch genauso wie Fuel Labs. Sie haben eine modulare Ausführungslayer. Es ist nämlich auf dem Cosmos Hub designt und auch aufgebaut. Und in dem Punkt finde ich das natürlich überaus interessant. Auch Interoperabilität im Cosmos Hub müssen wir auch so sagen. Das heißt, wenn eine modulare Blockchain auf dem Cosmos Hub aufgebaut ist, kannst du rein theoretisch auch mit den Projekten, die im Cosmos Hub angesiedelt sind, auch die Interoperabilität auch gewährleisten. Und für mich besonders, wenn wir eine modulare Blockchain haben, die auf der einen Seite den Konsensalgorithmus prüft, auf der anderen Seite trotzdem Multicore auch die Transaktionen validieren kann, finde ich eine sehr, sehr krasse Sache. Auch dieses Projekt wird in der Krypto-Community überaus, ich sage mal, mit Kusshand aufgenommen, weil einfach hier sehr, sehr viele Potenziale mit dabei sind, allein schon, weil Binance Labs in dieses Projekt investiert hat. Und in dem Punkt, ja, ist es besonders, besonders interessant, auch diese modularen Architektur, diese modularen Designs sich mal anzuschauen, wie es jetzt ausschaut und wie dieses Modulare ausschaut, finde ich ein richtig, richtig guter Anwendungsbereich, weil einfach in die Trends, die wandeln sich. Sie, heute kommt ein Trend, morgen kommt ein neuer Trend und Modular und Layer 2 und Privacy, all diese Dinger werden uns in naher Zukunft beschäftigen werden, jeden von uns. Für den einen oder anderen vielleicht in naher Zukunft, für den einen oder anderen vielleicht schon morgen. Und in dem Punkt sind genau solche Projekte vielversprechend, weil sie noch nicht handelbar sind, weil wir schon jetzt mit unserem Research auch beginnen können. Und das verschafft uns ja auch irgendwo die Zeit. Da können wir, ohne FOMO zu haben, auch uns mit diesen einzelnen Projekten auch beschäftigen. By the way, auch nochmal ganz wichtig, sie haben ein Testnet veröffentlicht, also ein incentiviertes Testnet.
gib einfach Airdrop Celestia ein und dann wirst du sicherlich da auch die einzelnen Anleitungen dafür auch bekommen, wie du an diesen Testnets teilnehmen kannst. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass wenn dieses Projekt auf den Markt kommt, dass dann auch ja, Airdrops, Free Money an die Leute ausgeschüttet werden, die frühzeitig an diesem Testnet auch mit teilgenommen. Und das letzte Projekt ist nämlich Anoma. Da male ich mir auch die höchsten Potenziale aus, auch weil Coinbase Venture mit dabei ist. Auch dieses Projekt hat mehr als 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und Anoma ist ein Protokoll als universeller Koordinationsmechanismus konzipiert, der alle Formen der Koordination erleichtert, egal wie einfach oder komplex sie sind. Oder wie wenige oder viele Parteien sie einbeziehen. Okay, Moment mal, was heißt das eigentlich? Also Anoma selber ist quasi nichts anderes als eine Infrastruktur. In einer Infrastruktur wird nämlich auch das Routing sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, wir müssen, oder die Infrastruktur muss halt gucken, wenn ich eine Transaktion ausführe, wie ist eigentlich meine Route, ja, damit das Ganze überhaupt als Konsensalgorithmus greifen kann. Schauen wir uns mal das Design dieses Protokolls einfach mal an. Ja? Also das Ökosystem entwickelt und integriert hochmoderne DLTs, Kryptografien, Programmiersprachentheorie und Forschung, um eine umfassende Infrastruktur bereitzustellen, die sowohl Einzelpersonen als auch die Gemeinschaft dient. Das sagt jetzt erstmal so wenig. Aber Blockchains, die aktuell in der ersten Generation, in der zweiten Generation und in der dritten Generation betrieben werden, sind Blockchains, die auf so einem Konzept aufbauen, wie bei Anoma. Das sind Blockchains der vierten, fünften Generation, weil sie einfach den einzelnen Communities, den Verbrauchern eben auch gehören. Das heißt, ich als Nutzer habe damit die volle Kontrolle, so viel wie möglich auch so das Design für mich, meinen speziellen Anwendungsbereichen her so anzupassen. Und wenn wir uns mal dieses Projekt mal uns genauer anschauen und auch die Vision dazu und auch das White Paper gleich nochmal angucken, Anoma ist eine Gefüge aus Protokollen und Mechanismen zur eigenständigen und selbstsouveränen Koordination. Aufbauend auf dem Rückgrat fortschrittlicher Kryptografien, Programmiersprachtheorie und Forschung ist das Hauptziel von Anoma, private Transaktionen mit jeder digitalen Wertdarstellung zu erleichtern, unabhängig davon, von wem sie ausgegeben werden. Denn auch hier ist nicht nur die volle Kontrolle wichtig, sondern auch die Sicherheit. Keine Frage, in den nächsten Monaten oder Jahren wird Privacy sehr, sehr groß geschrieben werden. Meiner Meinung nach, und das ist wirklich eine Prediction, wo ich zu 99,999% sagen kann, ist, dass in den nächsten 10 Jahren keine wenige Transaktionen auf Ethereum laufen werden. Weil einfach die Leute hinüber auf Layer 2, Layer 3, Layer 0 Projekte oder auch auf Projekte wie Anoma dann auch nutzen werden, weil sie einfach diese Datenschutz im Vordergrund steht. Und somit ist das ja auch irgendwo unser Recht auf Datenschutz. Denn auch mit Blockchain sind wir gläsern, sofern man weiß, wer welche Wallet-ID zugeordnet werden kann, bist du nicht mehr anonym. Deswegen werden Projekte wie Fuel Labs oder andere Privacy-Coins in dem Punkt auch viel, viel mehr Mehrwert und auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage bekommen. Schau dir gerne das White Paper an. Es ist ein dicker Schinken, das muss ich sagen. Umso viel mehr Zeit du in Research investierst, umso mehr kannst du einfach sicher sein, dass dein Asset auch in diesen Projekten sicher ist. Weil Research verhindert natürlich auch, dass du dein Geld in planlose Projekte investierst, wo du einfach nicht von der Vision überzeugt bist oder von diesen ganzen Design und Konzepten überzeugt bist. Und in dem Punkt wünsche ich natürlich auch viel Spaß mit eurem Research hier an dieser Stelle. Wenn ihr vielleicht die ein oder anderen Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinhauen. Und ich bedanke mich natürlich auch, dass du zugeschaut hast. Schreib mir gerne, wie du dieses Video gefunden hast, ob dir das wirklich einen Mehrwert gebracht hat oder nicht. Und an diesem Punkt bedanke ich mich. Bis dahin, Freunde. Wir sehen uns. Ciao, ciao.